Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich, ich grinse, weil es ist Freitag und der Henning kommt jetzt von der Arbeit und ich dachte mir, ich mache wieder ein Video, weil wir gehen jetzt zu IKEA, denn wir brauchen ein paar neue Sachen bzw. wollte ich so große Aufbewahrungsboxen kaufen, weil ich hier einfach auf der Baustelle ein bisschen Ordnung haben möchte und durch die Überschwemmung letztens im Keller habe ich mir gedacht, in Plastikboxen kann es das nicht mal passieren, da wird nämlich nichts nass. Und noch so ein paar Sachen gucken, vielleicht finden wir noch was Schickes in der Fundgrube. Die haben ja auch mal ganz schöne Sachen, weil mir ja ein paar Möbel kaputt gegangen sind leider. Genau, und dann nehmen wir euch jetzt wieder mit. So ist mal wieder typisch Linda, ich stehe jetzt hier in dem Top. Ich bin das so gewohnt, diese Hitze, es war jetzt echt 6 Wochen heiß. Und ich bin gerade am Überlegen, ob ich mal reingehe, mir ein Jäckchen hole. Ich glaube, ich mache das. So, bevor man losfährt, muss ich immer noch ein paar Sachen erledigen. Einmal hier den Gurt aufrollen. Roll den mal so auf wie ich. Voll interessant. Oh, ich mache es immer wieder falsch. Wasser. Wir gehen jetzt rein. So, einmal hier in der Fundgrube. Ich kann hier nicht so viel filmen, weil hier relativ viele Leute sind. Aber jetzt sind gerade ein paar weniger. Es gibt nicht so viel Besonderes. Ich muss die Kamera mal ein bisschen verstecken. Gucken, ob wir was Schönes finden. Henning fand das hier cool. Den könnte man im Dachboden stellen für so einen Chillraum, ja? Also haben es ja hier in das Regal verliebt. Das ist voll schön, das kostet nur 90 Euro. Das ist ja halt runtergesetzt in der Fundgrube. Ich finde es schön. Die hier finde ich übrigens auch wunderschön. So wie die hier auch. Kann man sich nicht entscheiden. Wir nehmen jetzt mit. So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall Aufbewahrungsboxen. Aber wir gehen jetzt erstmal hier ein bisschen durch die Dekoabteilung gleich durch noch, ne? Ist ja riesengroß hier. Abstellen, ja. Genau, den haben wir jetzt schon hier drauf auf dem Wagen und hoffen jetzt, dass uns das keiner wegnimmt. Ja. Oh, muss ich echt gucken, weil das wäre mega schade, weil der ist wirklich schön und auch stark reduziert und da ist nichts dran, keine Macke, nix. Yeah, ein Außensessel. Ja. Ist auch cool. Ist aus Plastik, Hartplastik, ne? Ja, alles gemütlich. So eine Hängematte hier finde ich auch cool, ja. Aber die ist ein bisschen zu tief. Ja, aber mal was anderes. Ich bin so gerne hier. Für unser Haus. Das macht immer Spaß. Muss ich mal kurz hier hinsetzen. So lange zu stehen. Wir gucken hier die ganze Zeit jetzt hier nach den Boxen. Weil ich will, wie gesagt, zu Hause aufräumen und ich überlege gerade, was habe ich aufgeschrieben. Ich habe den Zettel zu Hause liegen lassen, was da halt reinkommt, dass wir nicht zu viel kaufen oder eher gesagt zu wenig, dass die auch in unsere Regale in den Keller passen. Aber es muss auch einiges auf dem Dachboden. Dekoabteilung kann ich nie vorbei, oder? Ja. Das ist immer ganz schlimm. Auch cool, voll die Inspiration. Ja, am liebsten würde ich jetzt schon alles einrichten im Haus. Henning überlegt sich einen Spiegel zu kaufen für sein Auto. Aber da hat man halt so Krümel im Auge arbeiten und kann direkt raus. Ja, das war gut, ne? So, wenn du auf der Baustelle bist, auf der Arbeit, dann nimm doch mit, kostet doch nichts. So, ich glaube, wir gehen jetzt mal raus. Wir haben jetzt wirklich nur das Nötigste geholt. Wollte ich nicht noch irgendwas? Nee, ne? Ich denke, ich vergesse immer irgendwas. Das ist so schön, ich will eigentlich gar nicht gehen. Das ist auch cool, gell? Für den Keller oder so, das meinst du jetzt? Mhm. Oh, ich mag das so, dieses Holz, ne? Also ich glaube, ich würde das irgendwie in den Keller stellen. Oder in meine Waschecke in den Keller. Wohnzimmer, keine Ahnung, mein Papa hat es. Mein Papa hat genau das hier, was ist schon nachgedunkelt bei ihm im Wohnzimmer. Wer kennt noch diese Dinger? Schreibt mal in die Kommentare. Die sind bestimmt noch aus den 90ern oder 80ern. Die habe ich in meiner Kindheit auch gehabt, diese Bügelperlen.
Jetzt warten wir gerade auf eine Mitarbeiterin, weil wir wollen diesen Schrank da kaufen, dieses Regal. Und wir müssen ihn auseinanderbauen, sonst kriegen wir den nicht ins Auto. Und die holt jetzt jemanden, dass wir den auseinanderbauen können. Jetzt müssen wir hier ein bisschen warten. Die Küche ist schön, die gefällt mir gut. Jetzt überlegen, ob wir sowas auch machen, so eine Insel. Aber die ist sehr groß, die müssen wir dann halt kleiner machen. Unsere Küche hat 17 Quadratmeter. Leckerer Hotdog. Hau rein. Und Zimtschnecken sind noch in der Tüte. Ich kann mich gerade nicht bewegen, weil ich habe die Hände voll. Eine Zimtschnecke. Meier. Kein Geschmatz. Voll lecker, ey. Ja? Schön warm sind sie noch, ne? Ja. So. Haben jetzt erstmal alles, wir gehen jetzt ins Auto. Kurz Zeit später, wir müssen das Regal hier auch mal auseinanderbauen. Einmal kurz hier hingelegt, weil das geht so nicht ins Auto rein. Aber wir haben es jetzt schon fast durch. Wir müssen das dann hier gleich einmal auseinandernehmen und dann müsste es eigentlich klappen. Yay, wir haben es geschafft. Noch ein paar Teile hier aufsammeln. Und das dann muss hier auch noch rein. Und dann haben wir es geschafft. So, geschafft. Wir fahren jetzt nach Hause. Und dann zeige ich euch zu Hause nochmal, was ich jetzt alles mitgenommen habe. Ich freue mich schon, wenn wir das nächste Mal wieder hier sind. Ich freue mich übrigens, jedes Mal nach Hause zu kommen. Es ist einfach so schön hier. Und immer, wenn wir unterwegs waren, ist es einfach toll, wieder nach Hause zu kommen. Kennt ihr das? Schreibt mal in die Kommentare. Aufgießen. So, ich habe jetzt alles ausgeladen allein. Der Henning ist jetzt schon wieder unten im Keller fleißig am Arbeiten. Das ist unglaublich. Der geht arbeiten, kommt nach Hause und hier geht es dann weiter. Und jetzt sind wir eben bei IKEA gewesen. Es ist wirklich so selten, dass wir mal auswärts irgendwo hingehen. Wir sind sonst immer nach der Arbeit fast jeden Tag hier abends bis spät am Arbeiten. Und ich habe jetzt mal hier alles hingestellt und ich zeige euch jetzt mal, was wir mitgenommen haben. Es ist nicht wirklich viel, aber das kommt irgendwann noch. Auf die Anrichtung freue ich mich. Hier hat man ja schon gesehen, den haben wir auseinandergebaut hier, das ist das schöne Regal. So, und dann hier einmal so, ich glaube, das waren irgendwie 60 Liter Boxen oder so, 6 Stück mit Deckel. Und dann noch solche hier, die sind ganz cool. Die wollte ich dann in Zukunft in den Keller stellen, in den Hauswirtschaftsraum mit so Deckeln. Und dann kann man halt hier Wäsche reintun und hier ist es ganz cool, das sieht man nicht schlecht hier, aber da kann man dann was draufkleben, was dann da reinkommt. Habe ich jetzt erstmal zweimal geholt, die kommen dann irgendwann ins Regal. Und dann hier noch so kleinere Boxen, 2 Stück, auch mit Deckel. Dann liebsten noch mehr mitgenommen. Ich habe nämlich noch ein super schönes Sideboard gesehen für das zukünftige Wohnzimmer. Aber wir kriegen einfach nicht alles ins Auto und wir haben es gedacht, komm, lass uns erstmal hier alles fertig sanieren. Und dann vielleicht ändert sich der Geschmack nochmal. Oder, keine Ahnung, sonst steht es halt rum und verstaubt. Ich meine, wir könnten es halt auf dem Dachboden tun, aber wir wollten es jetzt nicht übertreiben, weil auf die Einrichtung freuen wir uns noch. Da sparen wir uns die Freude auf. Ja, und so wie es hier aussieht, kann man auch nicht wirklich jetzt schon so ans Einrichten denken. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. So, meine Lieben, das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick gefallen. Mal was anderes. Und ja, morgen geht's weiter. Ich denke, dass jetzt übermorgen noch ein Video kommt. Ich muss da gucken, ich habe 2 Ideen. Aber ihr werdet es dann sehen. Willst du da noch was sagen, Henning? Ja, er steht hier unten, guckt hoch. Ja, es geht jetzt weiter. Ich muss es wieder mit anpacken. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.